Ja. Taufe, Tauffeier. Also, wenn man eine Feier hält, dann ist es meistens so, dass man etwas feiert, was schon passiert ist. Nicht, man könnte fragen, was bedeutet jetzt eigentlich Tauffeier? Wir können jetzt ganz banal sagen, also die sich heute taufen lassen, die haben den Vorteil, dass sie eine Abkühlung mal zwischendurch bekommen. Bei der Hitze, die wir heute haben. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Also bei Tauffeier feiert man etwas, was schon passiert ist. Und ich habe hier so ein paar Beispiele herangezogen, zum Beispiel bei einer Hochzeit. Da findet eigentlich vorweg die standesamtliche und vielleicht auch die kirchliche Trauung statt. Und dann feiert man diesen Zusammenschluss von Mann und Frau, die miteinander eine Ehe führen wollen. Oder man hat ein Examen bestanden, dann feiert man hinterher das Bestehen des Examens. Und meistens wird ja dann auch beim Examen das eigentliche Zeugnis ausgehändigt. Zum Beispiel, dass man jetzt fähig ist als Rechtsanwalt, als Elektriker oder Straßenkehrer zu arbeiten. Nicht? Und oder mir ist dann noch eingekommen, wenn man befördert wird, nicht? Eine Gehaltserhöhung, dann geht meistens die Ansage des Chefs der Feier voraus. Und so ähnlich ist es eigentlich auch bei der Taufe. Und dazu wollen wir jetzt eine Stelle lesen aus Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 11 in eurem Taufunterlagen, Dokument, da steht jetzt nur 1 bis 4, aber ich habe gedacht, wir könnten den Text auch im Zusammenhang noch lesen. Also, die Taufe und das neue Leben ist es überschrieben. Was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn wer gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Soweit dieser Text, und ich will gleich mal wieder zurückblenden auf Vers 3 in unserem Text. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Was sagt uns hier der Apostel Paulus im Römerbrief? Er sagt uns eigentlich, dass die Taufe was mit Jesu Tod und Auferstehung zu tun hat. Und wenn man so will, feiern wir hier den Moment, ich möchte mal sagen, wo ein Mensch plötzlich erfüllt ist von der Tatsache, dass er von Gott ergriffen wurde. In den meisten Fällen geht voraus, dass ein Mensch plötzlich erkennt, dass er ein Sünder ist. Das haben wir ja vorhin schon ein bisschen gehört, was so Sünde heißt. Es kann aber auch ganz anders ablaufen, zum Beispiel im Kriegsgeschehen. Ist man so verängstigt und schockiert, was da abläuft und vor allem in einer massiven Angst lebt, dass man vielleicht selber eine Kugel kriegt und erschossen ist und nie wieder nach Hause kommt. Und wo man dann plötzlich zu Gott fleht und um Hilfe und dann merkt, oh, er hat mir geholfen, er hat mich rausgebracht.
oder dass man eine schwere Krankheit hat, wo der Arzt sogar diagnostiziert, unheilbar, sie werden in was weiß ich welcher Zeit sterben und dann kommt man trotzdem davon. Das sind so Momente, wo man von Gott ergriffen wird und wo man aber auch spürt, Gott ist da, ich bin ein sündiger Mensch, wo man seine Sünde vor Christus bekennt und dann plötzlich merkt, hoppla, Gott spricht auf einmal zu mir. Also das ist jetzt, das kann mittels anderer Leute geschehen, aber man merkt, das ist jetzt nicht der, der da spricht. Der hat es zwar gesprochen, aber das trifft mich so tief im Inneren, dass ich merke, Gott ist da. Und dann entsteht der Wunsch, mit diesem Gott, mit diesem Jesus Christus, der sein Leben für mich gegeben hat, da will ich immer gehen. Dem will ich gehören. Und in diesem Sinne ist eigentlich, man spricht da von Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist zwei Seiten einer Münze. Die Bekehrung ist, ich wende mich zu Gott hin, die Wiedergeburt. Er schenkt mir neues Leben und den Heiligen Geist in mein Leben. Er verwandelt mein Leben. Und von dem Moment an ist eigentlich einem Christen klar, jetzt gehöre ich mir nicht mehr nur mir selber, sondern jetzt gehöre ich Jesus. Man kann ein bisschen, es ist nicht so weit hergebracht, wenn man den Vergleich zu einer Ehe bringt, nicht? Also, wenn man sich so kennt, sage ich mal Freundschaft, da tastet man zueinander ab, aber wenn man verheiratet ist, dann so in meinem Fall, da gibt man seiner Frau dann das Recht, mich zu korrigieren, wenn ich kleckere, nicht? Das würde sich ein Fremder nicht so getrauen. Man gibt sogar dem Recht, dem anderen mir Befehle zu erteilen und ist bereit, dem anderen zu gehorchen. Das ist dieses neue Leben. Und jetzt kommt der Augenblick, wo eigentlich ein Christ sich überlegt, ja, ich sollte das eigentlich öffentlich machen. Und der Akt der Taufe ist sozusagen das Öffentlichmachen vor der Gemeinde, ja sogar vor der unsichtbaren Welt, das merkt man dann nachher bei dem Gelübde, dass sie sagen werden, vor der unsichtbaren Welt, vor der Gemeinde, ich gehöre jetzt Jesus. Jesus ist jetzt der Kapitän meines Lebens und ich will mein Leben nach ihm ausrichten. Ich will ihm gehören. Und nun verbindet sich ja hiermit einen ganz tiefen Zusammenhang. Im Übrigen, die Taufe ist nicht der Moment, der mir Gewissheit des ewigen Lebens schenkt. Die Taufe ist auch nicht heilsnotwendig, will heißen, ich muss sie unbedingt haben, sonst komme ich nicht in den Himmel. Sondern das Wichtigste ist, dass ich an Jesus glaube, dass ich das begriffen habe, er ist für mich ans Kreuz gegangen. Und nun kommt hier etwas, was dieser Römerbrief ganz deutlich ausdrückt, ich lese es nochmal, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und man muss jetzt eigentlich noch den Vers 5 dazu nehmen, denn wenn wir nicht mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in seiner Auferstehung gleich sein. Also das heißt, es vermittelt, heute würde man sagen, eine Art Solidarität mit Jesus, aber Solidarität ist viel zu wenig, greift viel zu wenig tief. Es bedeutet, ich werde eins mit Jesus und ich kann mich selber als solcher betrachten, der mit Jesus begraben worden ist, ist das Untertauchen. Und das wieder hervorkommen ist, jetzt bin ich ein neuer Mensch durch Jesus Christus. Nun muss man hier natürlich sagen, dass manche ja dann trotzdem noch sündigt. Die Sünde ist ja dann irgendwie weg. Ich will da nachher nochmal kurz drauf kommen. Aber wir sind dann mit ihm verbunden und gehören ihm und das gründet eigentlich im Glauben. Der Glaube ist immer noch das zentrale Moment in der ganzen Geschichte. Nun, mit der Taufe kann es einem passieren oder dass man dann nochmal eine ganz besondere Freude empfängt. Jetzt lebe ich mit Jesus Christus. Die kann aber auch ausbleiben. Also das ist nicht garantiert. Ich möchte das einfach mal unterstreichen. Das Gefühl ist in diesem Zusammenhang zweitrangig. Das darf ganz toll mitspielen, aber es muss nicht mitspielen.
Das Wichtigste ist, sich am Wort Gottes festzuhalten. Da steht's und daran halte ich mich. Und ich sage das deswegen auch, weil nach der Taufe oder überhaupt im Leben eines Christen Momenten kommen, wo man ganz schön ins Zweifel kommt, wo man ganz schön der Glaube erschüttert wird. Meine Frau hat sich neulich dran gemacht, mal mein Bücherregal durchzuputzen. Da hat sie doch tatsächlich ein Buch entdeckt, das war noch sauber verpackt in Zellophanpapier, Zellophanfolie, nicht? Und das ging da eigentlich um Archäologie und um einen Mann, ich kenne nicht persönlich, aus Amerika, der dann sogar in Paris unterrichtet hat und so, der Archäologie studiert hat. Und er hat dieses Buch hauptsächlich geschrieben wegen Studenten, die vielleicht aus so einer Gemeinde wie unsere kommen, vielleicht durch Kinderstunden, durch Gottesdienst, langsam herangereift sind, an die Uni gegangen sind. Und dann wird ihnen radikal, auch beim Theologiestudium, der Glaube geraubt. Und für mich war es da interessant, seine Geschichte, die er hatte. Er wollte unbedingt in Israel Archäologie ist also die Lehre von den Dingen, die in der Erde quasi noch versteckt liegen, aus vergangenen Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Also man muss da viel Ausgrabungen machen. Er wollte dann unbedingt in Israel studieren, also seinen Master machen, und hatte eigentlich kein Geld. Und hat natürlich darum gebeten, dass er nach Israel kommt, hat es aber keinem Menschen gesagt. Und dann wurde er mal eingeladen, um irgendwo eine Predigt zu halten. Und dann haben ihn einfach Leute Geld zugesteckt, ohne dass sie wussten konnten, ob er Geld braucht oder nicht. Eine Dame oder ein Herr hat gesagt, also Gott hat ihm gesagt, ich soll dir irgendwie eine Summe geben. Und dann kam sogar ein kleiner Junge an und hat gesagt, ja, also ich hätte eigentlich sowas wie einen Scheck mitbringen sollen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es stand, ich habe ihn vergessen oder irgendwie so, aber ich habe ein bisschen Kleingeld, darf ich das Ihnen geben? Und dann hat er halt sein Kleingeld ausgepackt und dem gegeben. Und als er nach Hause gekommen ist, hat er gemerkt, das war genau die Summe, die er für seinen Flug hatte. Also er hat einen Flug bestellt, hatte aber kein Geld. Und das Datum rückte immer näher, dass er den letzten Termin zu zahlen hatte. Und dann war das genau die Summe inklusive dem Kleingruscht von dem Jungen. Das war eigentlich Gottes Segen. Und dann, das nächste war dann, dass er eingeladen war bei einer Familie. Da war eine Dame da, die hat gesagt, Sie wollen in Israel studieren. Da werden sicherlich Studiengebühren verlangt. Wie finanzieren Sie das denn? Oder was das kostet, hat er die Summe genannt. Also ja, und Verpflegung, Unterkunft. Ja, sagt er, das sei inklusiv. Und dann hat sie gesagt, kommen Sie morgen vorbei bei mir, dann gehen wir zur Bank, dann gebe ich Ihnen einen Scheck und ich möchte gerne Ihr Studium bezahlen. Und so hat er sich geführt gefühlt, kam in Israel an und hat natürlich die Ausgrabungsstätten selber persönlich besuchen wollen. Und da kam ein Schock nach dem anderen. Und dann war es nachher so, dass ihm sozusagen so nach und nach beigebracht wurde, Mose, Josua, Abraham haben nie existiert, alles Märchen. Bis zu David und Salomo. Keine Spuren in der Erde, keine Ausgrabungen. Nun, ich muss hier dazu sagen, dass im 18. Jahrhundert, 18. und 19. Jahrhundert war das, da war dann so Palästina oder Israel die Gegend halt frei, der Nahe Osten. Und da haben viele aus Europa Leute hingeschickt, Archäologen, um Beweise für die Bibel zu finden. Und die haben tatsächlich Beweise gefunden, sogar von Jericho, das vom Josua vernichtet wurde, von Salomo, von David, wie auch immer. Jetzt waren keine Beweise mehr da. Und das hat ihn ganz fürchterlich erschüttert in seinem Glauben. Nun gibt es mittlerweile einen anderen Archäologen, der behauptet hat, eure ganze Chronologie ist falsch. Und hat eine neue Chronologie ausgestellt und auf einmal passten Mose, Abraham, Josua wieder in die Chronologie hinein. Dann haben einige gesagt, ja, also der ist bestimmt so ein Christ, der versucht, das Ganze so zu deichseln, wie es ist. Fehlanzeige, ist absoluter Atheist.
Die ganze Chronologie ist natürlich von den hohen Wissenschaftlern noch nicht anerkannt, aber derjenige, der das verfasst hat, hat den anderen die Anhaltspunkte gezeigt, wo sie falsch liegen. Warum sage ich das alles? Ich sage das deswegen, hier stehen ein paar Verse drin, von denen ich behauptet habe, auf die sollten wir uns verlassen. Weil sie Gottes Wort sind. So, ich soll mich jetzt auf die Aussagen des Paulus verlassen, ich soll mich auf die Aussagen Jesu verlassen, aber die ganzen Propheten, die ganzen Erzväter in der Bibel, Abraham, Isaak, Jakob, das ist alles Schwindel. Und dann vielleicht noch der Schöpfungsbericht. Also wenn das schon alles Schwindel ist, wie soll ich dann wissen, dass das nicht auch Schwindel ist? Und wenn die Bibel keine exakten historischen Angaben machen kann, wie soll sie dann exakt sein in puncto Glaubensfragen? Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Und man kann eigentlich schlussendlich sagen, es gibt viele Wissenschaftler, aber man muss nicht jedem glauben, was er sagt. Und das Geheimnis einer guten Wissenschaft ist, dass sie Irrtümer entdecken und neue Erkenntnisse gewinnen. Und so ist der Prozess, geht der Prozess immer weiter. Ich persönlich glaube, dass die Bibel einfach recht hat. Aber kehren wir zurück zu der eigentlichen Tauffrage. Ich bin mit Jesus Christus begraben und bin auferstanden. Und jetzt kommt ja hier ein ganz wesentlicher Zusammenhang noch zur Geltung. Ich möchte es nochmal lesen ab Vers 1. Was wollen wir hierzu sagen, steht hier. Sollen wir denn der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben, wie können wir noch in ihr leben? Dieses, was sollen wir hierzu sagen, da muss man natürlich wissen, um was geht es, dass er hier anfängt, was sollen wir hierzu sagen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man den Vers 20 im vorigen Kapitel noch liest, also Römer 5, Vers 20 und 21. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir merken, es geht hier um noch etwas viel Tieferes, nämlich um die Macht der Sünde über uns. Nun, es ist eindeutig in der Bibel, dass die Sünde, weil wir sie tun, weil sie in uns vorkommt, und es gibt so viele kleine Dinge, die ja auch Sünde sind, ein Wutanfall, ein verkehrtes Wort, ein Beleidigtsein gegenüber anderen oder dass man etwas jemand aus Gehässigkeit tut. Das alles macht uns schuldig vor Gott und das Urteil ist jüngstes Gericht. Und da wollen wir mal schauen, was da von uns übrig bleibt, wenn wir vor dem jüngsten Gericht stehen. Und ihr wisst ja, dass es bei manchen schon passiert ist, so in Momenten, wo sie kurz vor dem Tod stand, wie plötzlich das ganze Leben vor ihnen abgerollt ist, in Sekundenschnelle, wie viel mehr hat Gott die Möglichkeit, solche Videos uns vorzuführen, wie wenn er mit der Kamera direkt dabei war, von dem allem, was wir angestellt haben. Da werden wir so klein. Aber das Verrückte an der Sache ist, die Gnade, die Jesus Christus bewirkt hat, deckt das alles zu, löscht das alles aus. Und das wird hier noch gravierender beschrieben. Die Gnade ist so stark, dass wenn die Sünde groß wird, dann wird die Gnade noch mal viel größer. Also sie überragt immer die Sünde. Und jetzt kann man unter dem Begriff nicht nur irgendwas mitlaufen lassen stellen, sondern viel schlimmere Dinge wie Diebstahl, Mord, Ehebruch und was es da alles gibt. Auch das vergibt Jesus ganz und total. Und jetzt kommt es noch dicker für die, die es nicht wissen, für die anderen habe ich schon x-mal gesagt. Wir werden freigesprochen von dem jüngsten Gericht, weil Jesus für uns eintritt. Wir werden sogar freigesprochen von Sünden, die wir noch gar nicht mal begangen haben.
Das alles wäscht Jesus Christus durch sein Blut rein. Und das ist die überwältigende Botschaft für einen Menschen, der Jesus anfängt nachzufolgen. Und das feiern wir. Die Gnade Gottes hat mich ergriffen und verwandelt mich, macht aus mir einen neuen Menschen. Der Haken ist nur der, dass viele Menschen gar nicht mehr erkennen wollen, dass sie Fehler machen. Es wird alles schön unter den Tisch gekehrt, wird alles schön versteckt. Aber wir machen Fehler. Und wir können nicht ohne Fehler leben. Und es eröffnet sich so eine Riesenpalette, was Gott aus uns macht. Erben seines Reiches, Kinder Gottes, Wesen, göttliches Wesen, kann man beinahe sagen. Ewiges Leben. Das ist die Taufe. Also Leute, ich glaube, ihr habt es eingesehen, wir haben allen Grund heute zu feiern. Ich freue mich, dass Sally und Toni und Olga sich heute taufen lassen wollen. Und der Herr segne insbesondere Sie, aber auch den Rest der Gemeinde. Amen. Musik.